Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Parallax. Im Camp formieren sich zwei Fronten, deren impulsive Meinungen aufeinandertreffen. Es ist die Angst vor dem Eintreffen neuer Flüchtlinge, die Angst vor dem Virus, den diese in sich tragen könnten, und die Ungewissheit, die sie zur Impulsivität treibt. Genährt und gelenkt werden diese starken Emotionen durch Frank T. Bass, der wie ein vermeintlich allwissender Gott mit gelassener Überlegenheit über das weiße Brett wacht und die Campbewohner wie Puppen an seinen Fäden lenkt. Frank hat aus einer Unsicherheit eine Krise und nun einen Krieg entfacht, in dem der Putsch gegen die Leitungsebene das nächste Ziel ist. Sarah Lindmann soll aus ihrer Position gestürzt werden. Noch bevor Lukas mit Sarah aus dem Camp flüchten kann, wird Sarah von Ralf, Jim und Co. im Zelt gefesselt und angegriffen. Vermeintlich gefesselt steht auch David vor dem Haus am See. Mit Jiminy hatte er die Umgebung erkunden wollen. Doch als er nun zurückkehren will, reagiert keiner seiner Freunde. Dominique, May, Chris, Lukas. Sie sind alle tot? Damit, meine Lieben, heiße ich euch alle da draußen herzlich willkommen zu dieser für mich persönlich absolut besonderen Folge, Folge 100. Und genau damit quatscht sie heute auch etwas mehr, aber heute ist sie da, diese Folge. Heute feiern wir mit dieser Folge nämlich auch gleichzeitig den einjährigen Geburtstag dieses Kanals. Richtig, seit einem Jahr begleitet mich David und mit meinen Let's Plays begleiten mich auch viele von euch da draußen. Das ist für mich einfach wirklich so unfassbar. Es gab so viele Tiefpunkte und Höhen mit David, seinen Freunden und auch diesem Kanal. Ich begrüße daher heute zunächst natürlich alle, die schon länger dabei sind und manche sogar wirklich seit Kanalgründung und alle, die neu dazugekommen sind. Hallo! Es tut mir einfach für alle Neuen da draußen wirklich auch so leid, wenn ihr euch meine ersten Folgen anschaut, die einfach noch so unfassbar anders sind. Aber nichts ist perfekt und genauso wenig bin ich das. So, genug der langen Worte. Das Reden überlasse ich lieber Frank T. Bass. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich uns allen da draußen und auch hier drinnen und wo auch immer viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Ja, leider wird das auch die letzte Folge hier auf diesem Kanal zu diesem Spiel sein. Aber das soll uns nicht abhalten, denn wir beginnen jetzt mit David. Sie sind tot! Dominique, Chris, May, Lukas. Und wir verstehen's natürlich nicht, was er damit meint. Ich sehe sie! Auf dem Video von Jiminy! Man hat sie ermordet! Grausam geschlachtet! Muss mich verstecken! Hä? Ich schwöre, wenn du mich verarschst! Sie sind tot! Glaub mir doch! Scheiße, ich kann dir den Videostream nicht freigeben. Jiminy, er ist an der Hütte. Ich sehe meine Freunde durch das Fenster. Sie sind tot! Hä? Ich habe mir, meine Lieben, seit der letzten Folge einfach so viele Gedanken über diese Aussage gemacht und einfach mir das Hirn zermartert, ob das ein Streich der Parallaxe ist, ob er irgendwelche Früchte gegessen hat, ob er uns verarscht. Oder ob das alles real ist. Und ich frage mich natürlich auch, hat das mit seinen Freunden hier einfach vielleicht alles gar nicht richtig stattgefunden? Das finde ich ist eine richtig gute Auswahlmöglichkeit. Ja, natürlich interessiert mich auch, wo er ist, aber er hat ja gesagt, dass er vor dem Haus ist. Er wird also irgendwo in der Nähe sein. Schlafen sie vielleicht einfach nur? Naja, dann liegen sie nicht abgeschlachtet da, verstehst du? Wenn du schläfst, dann bist du eigentlich im Stück. Gibt es Videoechos? Und ich glaube, die gibt es, wenn wir uns erinnern an die Szenerie mit Dominique und der Andrea an dem Bootssteg. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Episode erinnern könnt, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da auch irgendwie etwas wie Videoechos hatten. Videoecho? Also, wenn es mit Text geht, wieso sollte es nicht auch bei Videos so sein? Ich weiß es nicht.
Das ist echt meine Freunde. Ich kann es gerade überhaupt noch nicht einordnen. Ich habe Angst. Und das glaube ich ihm einfach sofort. Wer hat das gemacht? Ist da noch jemand in der Hütte? Das heißt, wir glauben der ganzen Situation erstmal. Und wenn das wirklich so stimmt, fände ich das wirklich einfach nur fatal. Überlegt euch das mal. Okay, du checkst jetzt mit Jiminy die Hütte, ob da jemand ist. Okay, das schaffen wir. Moving. Low battery. Immer hat dieses Teil einfach keine Batterie, das ist doch furchtbar. Lost Signal. Nein, die Batterie ist leer. Der Stream ist weg. Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Kannst du die Hütte sehen von dort aus, wo du bist? Ja. Sind SH-311 bei der Hütte? Nein, keine SH-311. Menschen? Nein, niemand. Und du hast ganz sicher deine Freunde gesehen? Ja, im Videostream von Jiminy. Sie wurden ermordet. Connection established. Warte, das Signal ist wieder da. Okay, ja, und? Ah, keine Antwort. Ich glaube ja, im Hintergrund könnten jetzt vielleicht Nachrichten von Jiminy gekommen sein. Und, oh Gott, weil vor allen Dingen versetzt euch mal in diese Situation. Ich kann sie, wie gesagt, selber auch noch absolut überhaupt nicht einordnen. Aber versetzt euch mal in die Situation von David. Du bist in Apokalypse-Zeiten, schlägst dich ewig lange alleine rum, freust dich dann wie Hulle, dass du plötzlich wieder mit deinen Freunden wieder vereint bist. Und dann auf einmal sollen sie tot sein? Leon, oje, der bereut ja bestimmt auch, was er getan hat, ne? Auf Sarah wurde geschossen! Komm zu ihrem Zelt! Mach schnell! Denn warum schreibt er das dem Leon? Genau, weil der Leon Arzt oder irgendwie Sanitäter sowas in der Richtung ist. Aber Moment, mir fällt gerade ein, haben in der letzten Folge nicht Ralf und Jim gesagt, dass der Sanitäter ziemlich leicht zu überwältigen ging? Das hieße ja, dass sie auch den Leon... Ah, jetzt verstehe ich das. Oh je, oh Gott. Aber seht ihr, wie sich die Situation einfach gerade zuspitzt an allen Ecken und Enden? Es war ein Fehler. Was jetzt genau? Was? Ein Übertragungsfehler. Ein Echo als Video. Wie du gesagt hast, ich sehe sie wieder. Sie sind nicht tot. Es geht ihnen gut. Oh Mann, David, ey. Du, also... Wobei, es ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, ich würde an seiner Stelle jetzt da nicht so cool reagieren. Ich hätte da definitiv... Ich wäre komplett zusammengebrochen. Also, Chapeau und Hut ab, mein Lieber, dass du jetzt mittlerweile viel, viel, viel besser reagierst. Moving. Ah, Chris nimmt das Handy in die Hand. Okay. Gruppe. Ja, endlich. Hey, Leute. Alles klar? Klar ist alles klar. Gut, wollte ich nur hören. Lieber David, du hast vor 5 Minuten das Haus verlassen. Wir können durchaus mal 5 Minuten auf uns selbst aufpassen. 5 Minuten? Ich war eine Stunde weg. Wie eine Stunde? Eine ganze Stunde? Exakt 5 Minuten und 30 Sekunden. Ich weiß das, weil ich mir in dieser Zeit einen Tee aufgesetzt habe. Und, sehr schön, jetzt hat sie also keine Lust mehr zu schreiben. Da fragst du dich, hat sie da wirklich jetzt einen Tee zu sich genommen? Sowas kenne ich von mir aus anderen Situationen, meine Lieben. Nein! Was jetzt? Jetzt wieder verloren? Da ist doch irgendwas, ist da los? Oh Scheiß! Lost Signal. Hä? David? Das war kein Fehler! Das war jetzt ein Echo. Was ich vorhin gesehen habe, war real.
Okay, du gehst jetzt zu dieser Hütte. Sofort. Ich kann nicht. Da sind Menschen. Meine Freunde, sie waren in dieser Hütte. Dann kamen zwei Männer. Sie sind durch Badezimmerfenster. Wie zwei Männer? Was ist denn da verdammt nochmal los? Sie hatten keine Chance. Sie haben sie niedergemetzelt, als wären sie SH-311. Leute, wisst ihr, was mir in den Kopf kommt? Nicht, dass das mal Soldaten sind. Diese Soldaten, die ja auch die Anne schon getroffen hat, die ja auch in der Nähe irgendwo gewesen sein müssen. Aber das macht alles keinen Sinn. Was ist da los? Wer waren diese Männer? Plünderer? Mörder? Die Videoübertragung vorhin. Die war in Echtzeit. Ja gut, aber die echte Zeit, haben wir ja jetzt gelernt, ist mittlerweile ja auch nicht mehr so die richtige. Und jetzt habe ich ein Echo gesehen und mit meinen Freunden in einem Echo kommuniziert. Aber sie sind nicht mehr am Leben. Oder es war beides nicht real? Alles ist real. Die Echos sind auch real. Connection established. Da ist es wieder. Das gleiche Echo. Ja, aber verlass dich doch nicht auf deine Drohne. Oh, was passiert im Hintergrund? Scheiße! Zu langsam! Das, finde ich, ist natürlich auch eine richtig krasse Idee. Stellt euch mal vor, er könnte da jetzt Echos beeinflussen. Ich überlege gerade, ob das rein theoretisch möglich wäre. Okay, das nehmen wir jetzt. Denkst du, du kannst Echos beeinflussen? Ich habe doch gerade mit ihm gesprochen. Man muss das doch verändern können. Okay, dann Handel. Ich überlege gerade, wir hatten ja auch ganz am Anfang mal die Theorie, was die Parallaxe überhaupt ist. Und es ist ja eine Betrachtung von verschiedenen Dingen aus verschiedenen Perspektiven, also doch ein zeitlicher Aspekt, der da mit drin steckt. Das wäre natürlich absolut ein Versuch wert, den man in so einer Situation, wenn man denkt, da sterben gleich deine Freunde, natürlich unbedingt ausprobieren muss. Wenn ich ihnen schnell genug schreiben kann, können sie sich verteidigen. Okay, dann probier das aus. Du musst das unbedingt ausprobieren. Aber die Frage ist, wie stellen wir das an? Wir müssen an einen früheren Zeitpunkt kommen. Ja, logisch müssen wir, aber wie? Wenn du selbst zur Hütte gehst, Echos hängen doch mit den Orten zusammen, oder nicht? Ja, das kann aber auch den Effekt vielleicht haben, dass wir dann in eine ganz andere Zeit springen. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach erstmal das, weil ich ihm nicht etwas Falsches raten möchte. Weil ich natürlich wirklich nicht weiß, ist das richtig, wenn wir ihn da jetzt zum Haus schicken. Wir müssen an einen früheren Zeitpunkt kommen. Ich bewege Jiminy. Vielleicht hat das einen Einfluss. Moving. Komm schon, geh wieder an! Was denkst du? Haben sie eine Chance bei einem Kampf? Darüber möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht drüber aufhalten, an diesem Gedanken. Es gibt nur entweder Leben oder Sterben. Das werden wir dann herausfinden. Aber wenn wir es nicht probieren... Also das, ja, würde ich ihn natürlich auch gerne fragen, aber ich denke mal, er sollte eigentlich aus dieser Früchtenummer gelernt haben. Vielleicht hat er natürlich irgendwas anderes gegessen, wo auch SH-311 drin ist. Das wäre auch noch eine Option, die wir uns immer noch im Hinterkopf behalten müssen. Okay, was raten wir ihnen? Ich glaube, das finde ich fast eigentlich am besten, weil verstecken, wobei, wenn du weißt ja nicht, was die für Waffen haben, das kann auch wieder so einen Jagdinstinkt in ihnen aus, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach das hier. Wenn du früh genug mit ihnen Kontakt aufnehmen kannst, müssen sie raus aus der Hütte. Aber sowas von. Los, Jiminy, gib mir eine Verbindung. Oh je, oh je. So, okay, das heißt hier, jetzt geht's bei Lukas weiter. Bring mich weg von diesem furchtbaren Ort. Erst musste ich Leon verarzten, danach verschwinden wir. Sofort, versprochen. Erzähl mir,
wo wir hinfahren. Ja, ich denke Süden, wo es wärmer ist. Gut. Mir ist so kalt. Und wir suchen uns ein kleines Haus auf dem Land. Wie leben wir da? Ich lege einen Garten an und wir halten uns ein paar Kühe, damit du Milch für deinen Kaffee hast. Kühe? Oder Ziegen? Ziegenmilch schmeckt abscheulich. Okay, Schafe. Meine Lieben, ich habe ja gerade die Befürchtung, dass der Lukas sie von ihrer Wunde ablenkt. Wisst ihr, was ich meine? Mit einem Schäferhund. Der passt auf uns alle. Können Tiere eigentlich infiziert werden? Nein, ich glaube nicht. Gut, mein Sohn hat eine Schildkröte. Sie heißt Frodo. Ich vermisse sie so, Lukas. Meinst du, sie wollen auch bei uns wohnen? Sie würden es lieben mit deinem Garten und den Tieren. Und sie würden auch dich lieben. Aber dein Mann, Richard, er bleibt nicht lange einsam. Das tut ziemlich weh, Lukas. Ah je, die Arme. Ich habe ja die Befürchtung, du weißt ja nicht, ist also eine Schusswunde. Du weißt nicht, wie schwer sie verletzt ist. Und nicht, dass Sarah jetzt am Ende vielleicht stirbt sogar. Los, Jiminy, gib mir eine Verbindung. Connection established. Jetzt! Hey, seid ihr da? Lieber David, wo sollen wir denn sonst sein? Willst du ein Tee to go? Ich mach dir gerade einen. Nein, ihr müsst mir zuhören. Ihr müsst die Hütte sofort verlassen. Gleich werden zwei bewaffnete Männer in die Hütte eindringen. Sie kommen durch das Badezimmer. Lol, was? Ich kann das jetzt nicht erklären. Ich bin mit Jiminy geflogen und sehe sie jetzt kommen. Jetzt mach! Shit, du meinst das ernst, was? Ja, wir kommen. Wo bist du? Vorderseite raus, geradeaus in den Wald. Okay. Wo bist du, David? Ein paar Meter im Wald. Sind wir? Nein, seid ihr nicht. Vorne raus und dann geradeaus. Ja, vielleicht 100 Meter, maximal. Ja, dann müssen wir dich sehen, du bist hier nicht. Doch, in den Wald rein? Lukas? Lukas? Die Verbindung ist wieder weg. Okay, aber das heißt, es hat geklappt, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Haben wir gerade die Vergangenheit verändert? Die Parallaxe hat irgendwas gemacht. Wenn ich jetzt diese Hütte betrete, werde ich dort meine Freunde treffen. Nicht wahr? Hoffentlich. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Okay. Ich gehe rein. Signal lost. Sie können sich an nichts erinnern. Sie sind putzmunter. Es gab keinen Angriff. Nichts. Sie haben auch keine Nachrichten von mir bekommen. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich dachte erst, sie veralbern mich. Aber es ist für sie einfach nichts passiert. Hä, wie nichts passiert? Okay, das ist ziemlich krass. Oder genau, weil es noch nicht passiert ist. Ach Quatsch. Darauf lasse ich mich nicht ein. Wir führen jetzt hier keine Zeitreisediskussion. Was antworten wir ihm darauf jetzt? Also ich habe für das, was da passiert ist, wirklich überhaupt keine Ahnung. Dass er sich das eingebildet hat, ja, ich meine, das finde ich ein bisschen blöd, wenn wir ihm da jetzt so argumentieren. Verstehst du, was ich meine? Das können wir auch nicht tun. Sie müssen sich doch erinnern können. Richtig, eigentlich würde ich auch zu dieser Antwort plädieren.
Weil, ich meine, alles andere können wir nicht beurteilen. Wir können nur das beurteilen, was wir gesehen haben. So, das ist jetzt ein sehr naturwissenschaftliches Denken und genau aus diesem Grund wähle ich das hier aus. Ich sag ja nicht, dass du in der Zeit gereist bist, aber die Daten sind es. Nein, 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 nein! Sowas ist nicht möglich! Ja, wie erklärst du es dir denn? Oh Mann! Ich verstehe das alles nicht. Aber es war auch schon wieder ein anstrengender Tag. Ich würde gerne weiter spekulieren, aber entschuldigst du mich eine Weile? Wir wollen uns ein wenig zusammensetzen. Vielleicht erzählt uns Lukas endlich, was in seinem Lager wirklich los war. Klar. Das soll er machen. Er muss jetzt erstmal runterkommen. Tut uns allen gut, einfach mal zu reden. Ich melde mich später vielleicht nochmal, okay? Oder morgen? Ja, da können wir jetzt auch wirklich nicht böse sein. Ich meine, nach dieser krassen Sache, die er da jetzt gerade erlebt hat, ich meine, was willst du da machen, weißt du? Genau. Bis dann. Da muss er jetzt selber erstmal für sich verarbeiten, was da los ist. Bis später. Okay, dann schauen wir doch nochmal hier rein, ob der Leon jetzt ankommt oder nicht. Leon, wo bist du? Komm jetzt endlich, verdammt! Und die arme Sarah leidet. Ich habe ja jetzt die Befürchtung, dass sie vielleicht ihrer Wunde erlegen könnte. Sarah, halt noch ein bisschen durch, ja? Für mich. Okay, weißt du noch die Nacht, als wir nur geredet haben? Nachdem du die Lichter vergessen hast? Ich hab dir Sachen erzählt, die ich noch nie jemandem gesagt habe. Über deinen Vater. Ja, du hast mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen. Gern geschehen. Was ich damit sagen will? Ich will nicht sterben, Lukas. Sag das nicht! Denk an unsere Schafe! Sieh mich an, Sarah! Danke, Lukas. Was? Wofür? Sarah! Sarah? Nein, nein, nein! Nein, bitte! Das darf nicht wahr sein! Bitte! Lass das nicht wahr sein! Scheiße. Guten Morgen! Guten Morgen! Hallihallo, Tag! Wie geht's euch allen? Gut, ich spüre, dass heute der richtige Tag ist, um es nochmal mit dem Angeln zu versuchen. Erstmal gibt's Frühstück. Bin gleich da. Check nur schnell den Stromanschluss, ob die Verkabelungen sauber isoliert sind. Kannst du auch nach dem ersten Kaffee machen. Ich wollte mich bedanken, dass ihr mir gestern Abend noch so lange zugehört habt. Das hat wirklich gut getan. Und wenn du uns das jetzt noch ins Gesicht sagen kannst, nicht in deiner SMS schreibst, dann haben wir echte Fortschritte gemacht. Wo ist Dave? Hä? Hab ihn seit gestern noch nicht gesprochen. Hat ihn heute schon jemand gesehen? Nee. Nö. Ich auch nicht. Dave Mann? Sag nicht, der ist jetzt weg. Oh Leute! Okay, dann heute kein Frühstück für David. Wo steckst du, Mann? Ist er nochmal mit Jiminy raus? Die Drohne ist hier. Wie, die ist hier? Kannst du ihn mal privat anschreiben? Ja, auf jeden Fall. Was ist da los? David? Und? Antwortet nicht. Es wird ihm doch nichts passiert sein, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich sitze gerade ein wenig ratlos, verwirrt und zittrig hier, meine Lieben. Schreib mal zurück. Hallo? Entschuldigung, da fehlte jetzt eine Antwortmöglichkeit. Alles okay?
Was ist da los? Sein Rucksack ist weg. Und das Auto auch. Wieso? Richtig, wieso? Oh, Dave, man. Wieso fragst? Ist doch klar, wieso. Nein, nicht wieder die Tour. Doch, ich muss es leider sagen. Ich dachte, er hätte sich geändert. Aber das hat er nicht. Er lässt uns sitzen. Er tut es wieder. Nein! Und meine Lieben, Ende von Episode 8 Shelf Life, Ende von Staffel 1, Fortsetzung folgt. Und meine Lieben, oh mein Gott, das glaube ich ja jetzt nicht. Ende von und Ende von Dörtes Folge 100. Ich glaube das nicht, das ist ja jetzt, das gibt's doch nicht. Hellbot, Staffel 1 beendet. Oh mein Lieber. Und natürlich, um jetzt mal hier nochmal zurück zu spoilern. Fortsetzung folgt. So, wer am Anfang nach meinem Satz gedacht hat irgendwie, oh je, was ist da los? Warum ist das jetzt die letzte Folge? Natürlich April. Wir haben heute natürlich den 1.4. und ich dachte mir, ich mache mal einen kleinen, wirklich zugegebenermaßen sehr, sehr fiesen Prank. Und ich hoffe natürlich nicht, dass ihr alle da draußen schon deabonniert habt. Es geht natürlich hier auf meinem Kanal auch mit The Parallax weiter. Heute zu Folge 100, auch eine viel längere Folge als sonst. Und wir gucken doch schnell, was Helpy da jetzt von uns möchte. Puh, das war's. Episode 8, Staffel 1. Und du vergisst mal lieber Dörte Folge 100. Ja, wann geht's weiter? Das brauchen wir Helpy eigentlich gar nicht fragen, denn aktuell habe ich gesehen, ich bin nämlich mal wieder auf dem Blog des Entwicklers, den ich an dieser Stelle herzlichst grüßen möchte, gesehen habe, dass jetzt schon die zweite Episode der neuen Staffel als Preview spielbar ist. Und ja, aber das ist nicht zu Ende. Ja, genau, das wissen wir alles. Gut, wir gucken uns... Nein, natürlich, wirklich, was hat er denn gesagt? Die Geschichte geht weiter, ob mit oder ohne David. Wirklich? Logo geht's weiter. Ja, okay, mein lieber Helpy, ich grüße dich an dieser, Stelle auch. Ja, Helpy in der Apokalypse. Oh, nein, ich bleib mal schön im Hintergrund. So, sorry, muss weg, der Entwickler ruft mich. Was murmelt er da? Neuer Protagonist? Radikale Wende? Lass dich nicht ärgern. Bis bald, Staffel 2. So, und es ist zu Ende, meine Lieben. Und ihr habt gesehen und gehört, natürlich geht es hier auf meinem Kanal weiter. Und ich würde sagen, weil wir heute Folge 100 haben, gibt es auch heute mal einen ganz, ganz anderen Abspann als sonst. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses heute mal längere Video, es ist einfach ein besonderes Video für mich und für alle und wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr Spaß damit hattet und würde mich natürlich freuen, wenn ihr einfach zur neuen Episode, zur neuen Staffel und zu einer neuen Folge von mir hier auf diesem Kanal einfach wieder dabei seid. Und bis dahin habt schöne Ostern, genießt die freie Zeit und seid natürlich ein wenig dirty. Tschüss! Wir haben keine Zeit mehr. Die werfen Giftgas ab. Es tut mir so leid. Wahrscheinlich gehen wir alle drauf. Ja, lauf. Ja, doch. Direkt durch in die Küche. Ah, wo ist der beschissene Kühlraum? Scheiße, ist das kalt.
Lauf jetzt! Nee, das war's, Pixeldörte. Danke für alles. Jetzt gib nicht auf, Mann. Nein, los jetzt, lauf doch! Mama, Mama! Das glaube ich jetzt nicht. Lucy? Das ist Lucy!